14 Tage sind rum, Zeit für eine neue Folge in Stereo. Mein heutiger Gast, den kennt ihr möglicherweise schon, ich bin mir ganz sicher, dass ihr ihn kennt. Es ist nämlich Smudo von den Fantastischen Vier. Hallo Smudo. Ahoi. Ahoi. Sehr schön. Smudo, vielleicht kannst du mal dem Publikum kurz erklären, wo wir hier sind und warum wir hier sind. Ja, wir stehen hier in Freital auf der Bühne der Counter-Speech-Tournee. Das ist eine Tournee, die eine Woche lang durch Deutschland geht im Großen und Ganzen. Oh, Verzeihung. Wir sind nebenher beim Soundcheck gerade von der nächsten Band. Die Counter-Speech-Tournee ist eine Tournee, die durch West- wie Ostdeutschland geht und Orte zum Beispiel vor Flüchtlingsheim oder eben auch Freital, die sonst mit negativen Schlagzeilen in Verbindung gebracht werden, positive Schlagzeilen zu liefern. Es gibt viele lokale Initiativen, die hier sind, die für Toleranz und gegen rechte Gewalt arbeiten. Die unterstützen wir damit auch. Und wir geben in Freital dann, hoffe ich, die Möglichkeit, allen zu sagen, hier ist ganz geil. Woher kommt da eigentlich dein Engagement gegen Recht? Es hat sich, wie gesagt, es ist gewachsen, es ist durch Zufall. Ich bin 68 geboren, ich bin in so eine westdeutsche Anti-Nazi-mäßige Schulbildung zusammen mit meinen linksliberalen Eltern immer schon in den 80er Jahren speziell ein Kind der Friedensbewegung gewesen. Habe das immer mitbekommen und irgendwann viel später hat sich das ergeben. Ich habe jemanden kennengelernt in Hamburg, als ich hingezogen bin, Jörn Menge, der dann damals laut gegen Nazis gründete und Unterstützer suchte. Ich fand das gut. Ich habe immer wieder damit zu tun. Speziell in der Hip-Hop-Musik ist ja eine Musik, die eigentlich für Toleranz und für Akzeptanz von Minderheiten steht. Und immer wieder, wenn ich hörte, speziell in den 90ern war es ja auch so, gab es auch schon mal eine große Hochzeit, ne, von rechter Gewalt, dachte ich, da möchte ich gerne irgendwie mithelfen. Und das machen wir schon mit der Band seit fast 20 Jahren. Warum ist es denn überhaupt wichtig, sich als Künstler so zu positionieren? Also ich finde nicht, dass man als Künstler automatisch politisch agieren muss. Aber ich finde schon, dass es ein gewisses Sendungsbewusstsein gibt. Gerade Musik ist ja, läuft ja bei mir unter dem Signet Kunst. Und Kunst hat auch was mit Freiheit zu tun, mit künstlerischer Freiheit. Es ist auch der Künstler, der unter Umständen in der Gesellschaft eine Botschaft verbreiten kann, die dort aufgenommen wird. Kann ein Messenger von gesellschaftlichen Strömungen sein. Und wenn es nicht in der Musik passiert, dann kann er seine Popularität benutzen, sich für solche Sachen einzusetzen. Das finde ich mehr oder weniger logisch. Der eine macht es mehr, der andere macht es weniger. Aber was ich nicht gut finde, wäre es einfach nicht zu machen, gar nichts zu machen. Wollte ich dich gerade fragen. Okay, wunderbar, schon mal geantwortet. Wir kommen mal direkt auf die Musik zu sprechen, lieber Smudo. Die Best-of-Tour steht bevor. Ja, sie steht bevor. Genau, im September geht es, glaube ich, los, ne? Ich glaube, wir haben einige Festivals und sie geht im Dezember los und geht bis Januar. Ja, aber es ist noch ein Stück hin. Wir arbeiten noch an der Bühne und an einigen inhaltlichen Überraschungen. Aber mehr, ich bin nur mit in der Planung, ich kann nicht so viel darüber erzählen, weil ich noch nicht weiß, was wirklich verwirklicht wird. Die Fans, haben die ein bisschen Mitspracherecht bei der Songauswahl? Ach, nein. Ja, ehrliche Worte hier. Ich denke, wir haben es bisher mal ganz gut hinbekommen. Die Leuten hat es gefallen, wenn sie auch diesmal schaffen. So, wir haben mal unseren Spot so ein bisschen verlegt. Wir waren gerade stehen geblieben beim Thema Musik. Ja. Ganz merkwürdig bei dir, ne? Nein, natürlich. Nein, natürlich nicht. Also, Best of Tour, wie gesagt, steht bevor. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ihr habt den sagenumwobenen Fred Jay-Preis. Ja, danke schön. Oh mein Gott, endlich. Der erlösende Oscar. Oh mein Gott. Erzähl mal, was ist denn der Fred Jay-Preis überhaupt? Ich habe mich ja auch gefragt. Also 1989 habe ich zum ersten Mal im Radio davon gehört. Der Fred Jay-Preis der deutschen Textdichtung. Das klang wie so ein Scherz. Ja, den muss ich haben. Und wie ich dann lernte, auch erst kürzlich lernte übrigens, dass Fred Jay einer der größten, ach, ein unglaublich erfolgreicher Texter gewesen ist. Und er hat Lieder gemacht von Deine Spuren im Sand bis Ra Ra Ra. Rasputin, Lover of the Russian Queen von Bonnie. Das muss man unbedingt gewinnen, das Ding. Jedenfalls. Es war der Preis der deutschen Textdichtung und es haben Leute gewonnen, die, finde ich, überhaupt nichts mit der Textdichtung groß zu tun hatten. Es war so ein Symbol. Es war nämlich 1989, da ist der Preis verliehen worden. Ich habe im Radio gehört, das war 1989, als wir uns als Fantas die Fantastischen Vier nannten. Bis dahin hatten wir unter dem Namen The Terminal Team englischsprachige Rapmusik gemacht mit ein paar deutschen Ausflügen. Und dann haben wir gedacht, wir müssen das in unserer eigenen Sprache machen. Das ist unsere Musik und das ist unsere Sprache. Und das, was wir erzählen wollen, natürlich auch in unserer Sprache, nicht in einer Fremdsprache. Und deswegen dachte ich, das ist geil, weil damals, 89, war es ein Tabu, auf Deutsch zu rappen. Ich dachte, das geht gar nicht, das darf man nicht. Und das fanden wir so rebellisch und cool von uns, dass wir dachten, der Preis der deutschen Textdichtung, der natürlich ein Schlagerpreis ist, wie wir dachten, der muss natürlich uns gehören eines Tages. Und Leonardo DiCaprio hat ja nur 20 Jahre gewartet. Wir haben 27 Jahre gewartet. Ja, was für ein schöner Vergleich. Aber klar, in der Hinsicht passt er natürlich. Also auf seinen Oscar, ja. Weil wir sind wirklich sehr stolz. Der Fred Jay-Preis, wir haben immer so Scherze gemacht. Wenn einer gefragt hat, ihr habt schon so viele Preise in eurer Karriere, welchen habt, wünscht ihr euch? Den Fred Jay-Preis, den hätten wir gerne. Weil ist denn dieser Fred Jay, von dem alle sprechen? Ja, also ist auch ein Scherz gleichzeitig. Okay, wie lebt ihr jetzt weiter? Jetzt, wo ihr den Preis habt, das könnte man ja meinen. Ja. Seit einer Woche stelle ich mir diese Frage, was kann jetzt noch kommen? Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht eine Best-of-Tour. Vielleicht eine Best-of-Tour, ja. Wir wissen auf jeden Fall, was jetzt kommt, nämlich unsere kleine, feine Rubrik. Bitteschön.
Wir wollen ganz gerne von dir wissen, lieber Smudo, was war denn die erste Platte, die du dir selber gekauft hast? Das war das Album von Frank Zander, es heißt Zanders Zorn. Ich glaube, es ist 77 oder 75, keine Ahnung. Da ist ein Lied drauf, das heißt Oh Susi. Und das war ein Riesenhit damals. Ein Lied, was schweinisch ist angeblich. Und die schweinischen Vokabeln sind mit Geräuschen überspielt worden. Das fand ich als Kind total witzig. Und das war das erste Album, was ich mir gekauft habe. Frank Zander übrigens, wie ich aus heutiger Sicht feststellen musste, hat in den 70ern ausgesprochen geil produziert. Also fette Beats drauf auf dem Album. Das war meine erste Platte, habe ich mir gekauft mit meinem Geld, was ich von der Kommunion bekommen habe. Ah ja, okay. Kannst du dich noch an die erste Platte erinnern, die du geschenkt bekamst? Nein. Ist ja auch schon ein paar Tage her, muss man ja auch mal zugeben. Naja, ich habe Märchenplatten geschenkt bekommen. Ich glaube, Räuber Hotzenplotz-Platte ist meine erste geschenkte Platte gewesen. Okay, sehr schön. Abschließendes Thema, Jamie Lee. Gleich ist es, oder bald ist es ja soweit, der ESC steht bevor. Nicht nur eure Best-of-Tour, sondern vorher kommt natürlich der ESC. Wie bereitet ihr euch vor? Gar nicht. Ist das Rezept? Michi und ich sind ja Touristen bei der Veranstaltung. Wir schaffen es leider auch nicht, am spannenden Wettkampf Samstag da zu sein. Das liegt daran, dass das Stockholm ist tatsächlich klein. Man kann nicht mit der ganzen Entourage da anreisen. Und wir haben unsere Urlaub mit den Familien schon gebucht und alles. Das ist für Jamie aber in Ordnung. Die sind eine ganze Woche schon da. Wir reisen da zusammen hin. Wir bringen ein bisschen Zeit, stimmen uns ein. Und dann geht es aber am Samstag im Urlaubsort auf die Couch mit Bierchen und Deutschlandfähnchen. Und Fieber natürlich für Jamie Lee. Ich glaube auch, sie hat gute Chancen. Jetzt nicht unbedingt auf den Sieg, aber sie ist eine ganz coole Socke. Die macht das schon. Und sie ist entspannt. Ich finde, sie ist auch ein toller Kandidat, also ein toller Repräsentant für Deutschland. Man sieht ihr an, dass sie nicht nur eine Sängerin, sondern auch eine Künstlerin ist. Und ich finde sie total frisch. Und vielleicht haben wir ja Glück, und es wird ein Sommermärchen, ein Frühlingsmärchen. Auf jeden Fall wird sie eine gute Figur machen und wird hoffentlich das ESC-Trauma der Deutschen abschütteln können. Da hat sie eine große Aufgabe zu bewältigen. Gibt es denn irgendwas, was du jungen Künstlern mit auf den Weg geben willst? Ja, okay. Locker. Wir sagen auch Jamie, wir sagen immer locker bleiben. Du musst dich alles machen, musst dich wohlfühlen. Das ist das Wichtigste. Und wenn man eine gewisse Lockerheit in Dingen hat, dann setzt man sich auch nicht so unter Druck. Ich glaube, dass sich nie unter Druck setzen ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich ist das, was wir auch immer noch als Fans immer wieder machen, sagen, hey, ruhig Blut, wenn es mal spannend wird, ganz ruhig. Sich auf das konzentrieren, was man kann, dann wird das schon. Und das macht sie super. Jetzt warst du ja Teil der Castingshow. Wie ist es da? Da kann man ja nicht so wirklich locker bleiben als Kandidat, oder? Da steht man ja schon unter einem gewissen Druck. Ja, das stimmt. Und deswegen ist das auch eine gute Message, den zu sagen, immer ruhig Blut und auch wieder immer ins Gedächtnis zu rufen, Leute, ja, es geht natürlich auch um was, aber eigentlich ist es ist nur eine Fernsehsendung. Und wenn ihr das, was ihr hier macht, gut macht, ist es egal, wie ihr abschneidet, dann werdet ihr eine schöne Visitenkarte haben, in der ihr zeigen könnt, was ihr macht. Es kann nur einer gewinnen. Wir alle haben vorher auch die Regeln, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass es so ein Spiel ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es sich um eine TV-Unterhaltungsshow handelt und nicht um eine Plattenvertragsshow. Und das wissen die meisten aber auch. Die meisten, die jungen Musiker von heute wissen, was so eine Show ist. Die erwarten nicht die Welt von sowas. Jetzt wirklich abschließende Frage. Hat sich denn, seitdem du jetzt bei The Voice mitgemacht hast mit Michi, dein Verhältnis zu Castingshows irgendwie geändert? Oder warst du in der Hinsicht sowieso immer schon sehr offen? Nee, tatsächlich war The Voice, als die Anfrage kam vor ein paar Jahren, war das erste Gefühl, ah, das ist ja der Teufel, damit habe ich nichts zu tun. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis wir auch auf die Idee kamen, dass wir das zusammen machen könnten, dass wir das als Fantastar sein können und dass wir es auch positiv machen können, dass wir die Sendung gehört zu den Guten, will ich jetzt mal sagen. Dass wir da auch mit unserem Humor und unserer musikalischen Kompetenz auch wirklich einen Beitrag leisten können, dass es eine schöne Unterhaltungsshow ist. Und wir sind Unterhaltungskünstler. Aber es stimmt, es hat eine Weile gedauert und ich habe mein Verhältnis zu Castingshows hat sich nicht geändert. Ich finde die meisten scheiße. Okay, klare Worte hier zum Schluss nochmal. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. In 14 Tagen habt ihr einen Pflichttermin, nämlich in Stereo einschalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.